Was geht ab, meine lieben Freunde? Hier ist euer M3D bei der Hero Mod. Und wir machen das, was wir am besten können. Nach Hause gehen. Nee, ich habe richtig geile Pläne für uns, Freunde. Also, ne, ich sag jetzt mal so. Wir haben ja jetzt diesen riesen Turm gefunden, beziehungsweise diese ganzen Wohnkomplexe, möchte ich sie schon fast nennen. Laufen wir überhaupt in die richtige Richtung? Scheiß drauf. Nee, aber wir haben ja diese Wohnkomplexe gesehen. Und da will ich unbedingt mit euch hin. Und wir haben ja jetzt auch diesen Teleporter gesetzt. Das heißt, wir kommen da easy wieder hin, also auch innerhalb von ein paar Sekunden oder so. Warte mal, laufe ich hier überhaupt in die richtige Richtung? Fuck. Ich muss das Gebiet auch einfach mal markieren. Ne? Das wäre schon... Das war irgendwie falsch. Es hätte schon Vorteile. Ne? Ich meine, da war ja dieses Dorf. Ich habe eigentlich extra den Weg markiert, damit ich einfach nur geradeaus nach Hause muss. Ja, egal. Ich versuche es einfach, okay? Ja, aber wir haben ja noch... unten in der Höhle diesen komischen Monster-Spawner gehabt, ne? Daraus machen wir eine Monster-Spawner-Fallen-Schieß-mich-tot-Item-Farm. Ah, okay, ich dachte, jetzt tauchen sie wieder weiter nach unten. Ja, und es müsste ja ein Skelett-Spawner, glaube ich, gewesen sein, oder? Wenn ja, dann haben wir so viel Glück, Freunde, das lässt sich nicht in Worte fassen, weil... Oh, da hinten läuft der Penner. Ja, ich unterbreche die ganze Zeit, sorry, Mann. Ja, wie gesagt, das wäre so ein großer Vorteil, weil wir könnten uns dann einen Bogen craften, der richtig stark ist, weil wir ja auch viele EP kriegen. Wir könnten richtig viele Pfeile sammeln. Oh, hier gibt es auch so ein Drachenskelett. Und dann könnten wir das Ding komplett auseinandernehmen, diese riesen Gebäudekomplexe. Und ja, was soll ich sagen, ne? Da hätte ich halt schon irgendwie Bock drauf. Wir markieren uns das Ding auch nochmal. Drachenskeletto. Skeletor. Ha, das ist voll witzig. Skelett, schreibt das nicht mit einem L. Ah, scheißegal. So, Junge. Geil. Jetzt bei mir die Feuerwehr da. Oder Krankenwagen. Aber ist ja egal. Das ist alles live hier, verstehst du? Hier wird nichts rausgecuttet, Mann. Hier sind ganz schön viele Schlangen, hä? Oh, was ist das für ein geiler Berg? Ja, wir sind richtig. Okay. Wir sind richtig. Ja, ja, ja. Ich erinnere mich. Ich erinnere. Gut. Das sieht irgendwie geil aus, ne? Der ist zwar auch so abgekattet, aber bei dem geht's eigentlich. Gefällt mir soweit ganz gut. Ah, wir haben da auch Bambus, ne? Oh. Und eigentlich müssten wir das hier alles abtragen, damit wir auch schön Sand und sowas haben. Weil wir haben jetzt nicht so viele tolle Sachen mitgenommen oder gefunden oder sonst irgendwas. Aber es reicht schon. Ne? Es ist noch nicht so zufriedenstellend gewesen wie die Mine. Aber es geht. Was ist das hier eigentlich? Villager Fort Explorer Map. Auch ein geiles Teil, ne? Können wir auch mal gucken, dass wir da irgendwann mal hinkommen. Aber jetzt haben wir erstmal einen anderen Plan. Wir machen jetzt erstmal das mit der Spawn, Monster Farm, wollte ich gleichzeitig sagen. Es läuft bei mir auf jeden Fall. Neologismen sind in der Haus, meine Freunde! In der Haus! Jetzt habe ich schon mal den Namen für die Folge. Geil. Wieso liegt hier eine Fackel? Bin ich hier schon mal gewesen? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Oder ist das unser Berg? Nee, ne? Doch. Doch, das ist unser Berg, oder? Warte mal, ich will da jetzt mal hoch. Ich will jetzt mal ganz kurz gucken, ob das unser Berg ist. Ja, kommen wir da überhaupt hoch? Haben wir Erde einstecken? Ja, natürlich haben wir Erde einstecken. Es ist einfach alles zu easy. Oh, Kohle. Geil. Ja, schick. Dann wartet mal. Die Schaufel im Aua macht das jetzt nicht mehr so mit. Na? Aber was wir machen können, ist ja... Wie geht das? Nein, das war falsch. Hier. Shape. 3x3. Geil, das würde gut funktionieren. Moment. Plupp. Ja, 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 ja. Wir machen jetzt mal hier einen Durchgang. Boah, ist das clever. Komplett outsmarted. Geil. Ja, ja. Freunde, es baut sich hier was auf. Es baut sich was Ultrasexuelles auf. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Wir machen das wirklich so, dass wir dann hier einen Durchgang haben. Oh, ja. Ja, ja, ja. Alter, ist die Musik laut auf meinen Ohren, ne? Deswegen schreie ich jetzt rum wie so ein Geisteskranker. Ich höre nichts. Ich bin taub. So. Der Durchgang lebt. Hammer. Absolut Hammer. Wir können ja nochmal gucken, ob wir es dann auf diese Ebene bringen oder auf was für eine auch immer. Das Wasser sollten wir eigentlich mal zumachen, ne? Können wir ja gerade mal machen. Wir schwimmen da jetzt mal hoch, Junge. Ach, wir müssen auch noch dieses Wasserteil da machen. Oh mein Gott, der Wasserfahrstuhl, ne? Ach, es ist Katastrophe. Eigentlich ist es leicht gemacht, aber es ist halt überhaupt nicht spannend so. Und das... Oh! Achso, da war ja noch Wasser, okay. Schon gut.
Ja, und das lässt mich halt ein bisschen zweifeln. Aber egal, mir fehlt da noch eine Lösung. Das wäre auch witzig, ne? Unten drunter so eine Tür und da die Treppen, so. Hat was von Harry Potter, aber egal. So, haben wir was zum Essen dabei? Hier, du schönes Schmuckstück, du. Kann man da... Nee. Gucken wir erstmal oben. Wir gehen jetzt erstmal unsere Schinieken-Treppen nach oben. Schinieken, Schinieken. Und danach werden wir mal sehen, was Sache ist. Überleg mal, ne? Folge 70 oder so. Das Einzige, was wir gebaut haben, sind diese Treppen. Ehre. Ja, man muss auch konsequent sein im Leben, ne? Man muss auch einfach das machen, worauf man Bock hat. Und dann läuft es auch. Fischbraten. Wäre doch schon mal eine nette Angelegenheit. Normalerweise müssen wir dafür auch ein Lagerfeuer machen. Das weiß ich ja, aber naja. Ja, und wir brauchen dringendst ein Lager. Wird auch noch kommen, Freunde. Aber wir gucken. Emo-Federn. Ja, da müssen wir auch mal eine extra Truhe machen für den ganzen Scheiß. Wir haben aber irgendwo noch einen anderen Teleporter. Einen aus Stein, meine ich. Und hier ist noch das Bestarium. Das müssen wir uns auch noch böse durchlesen. Was das macht, seltsame Suppe. Keine Ahnung. Wo war der Teleporter? Da ist er doch. Waystone, du geiles Stück, du geiles. Her damit. Da müsste man eigentlich mal ein bisschen aushöhlen, ne? Verdammt. Hier funktioniert auch nichts auf Anhieb, Mann. Aber so könnte man es eigentlich machen, so ein bisschen begradigen. Weil wir wollen ja auch eine gewisse Ebene dafür haben und nicht irgendwo so unten im Keller. Wobei, das könnte man auch unten in die Base reinmachen, ne? Ja gut, ändern kann man es ja immer noch. Jederzeit. Also es ist ja nicht in Stein gemeißelt, man kann den Teleport immer und immer wieder abbauen, meine ich. Wenn nicht, werden wir es herausfinden, ist auch kein Stress. Oh, ich hab nur noch grobe Erde. Och. Egal, dann machen wir es jetzt einfach hier in Palm, Junge. Base, was los? Viele Base, meine Freunde. Da seht ihr es. Rackrock. Banditenturm, da ist es doch. Ach, den kann man sogar löschen. Geil. Ich weiß nicht, ob das unendlich geht, ob man Dutzende an diesen Teleporter machen kann, aber interessant wäre es auf jeden Fall zu wissen, ne? So, wo ist unser Fisch? Hat denn der Mutter nicht nach Fisch? Okay. Ah, die guten alten 2000er, ne? Wo jeder solche Sprüche gedrückt hat und sich brutal witzig gefühlt hat. Ich bin da keine Ausnahme, muss ich traurigerweise sagen. Ich war auch so ein Spacken. Egal, wir schlafen erstmal, meine lieben Freunde, ne? Weil das Leben ist hart und da braucht man auch viel Schlaf für die Regeneration, damit man auch jung bleibt und so. Das ist echt wichtig. So, ey, der Teleport sieht schon geil aus irgendwie. Ja. Ich komme da halt nur schwer runter, ne? Wir hätten da unten einfach so eine Pfütze machen sollen, runterspringen und fertig. Aber das ist dann halt so wenigstens symmetrisch jetzt. Egal, wir gucken mal. Wir haben ja hier jetzt noch Sand. Das brauchen wir eigentlich gar nicht. Diamantaxt ist okay. Okay-ish, kann man eher sagen. Knochen. Ich muss halt mal gucken, dass ich diese Farm wieder finde. Also den Spawner halt. Kupferschwert. Hier wieder dutzende Sachen, die man irgendwie mitgeschleppt hat. Voll geil. Das finde ich geil. Die Wifferrose, ehrlich gesagt. Weil, ja, habe ich auch noch nie in meinem Leben gehabt. Aber wen wundert's, ne? Weil ich bin ja auch ein Experte und ich mache halt so Hardcore-Challenge und so, ne? So Standard, das ist gar nichts für mich. Das fühle ich einfach nicht. So, hau mal rüber die Scheiße. Wir brauchen das alles gar nicht. Aber das können wir schon mitnehmen. Glück, Glück. Ja, nur Glück ist so... Ach, nicht das, was ich will. Also ja, doch, ich will im Leben Glück haben, natürlich. Wer will das nicht, ne? Aber ich will ja auch ein bisschen vorankommen. Wir machen das mal weg. EP-Trank, cool, cool, cool. Steine müssten wir mitnehmen, würde ich sagen. Die dürften auch reichen. Hoffe ich. Die Karte, da waren wir. Das machen wir mal hier unten hin, weil wir da noch hin müssen. Der Rucksack, ja, es ist wieder so ein typisches Thema, ne? Was machen wir nicht? Das Schwert kann auf jeden Fall weg, kann weg, kann weg, kann auch weg. Brauchen wir alles nicht. Wir gehen jetzt runter zur Farm. Und gucken uns da einfach mal um. Kohle nehmen wir doch nochmal mit. Wegen Holz und so, Fackeln, wisst ihr Bescheid. Wassereimer brauchen wir auf jeden Fall. Kein Problem, hätten wir hier. Oh, Holz haben wir ja jede Menge. Schön, schön, schön. Das können wir ruhig so lassen. Seetang ist sehr, sehr gut, weil das brauchen wir auch. Dann brauchen wir noch, nur in der Theorie halt. Wo ist denn das jetzt? Die Steine wären natürlich am allerbesten, ne? Muss man auch dazu sagen. Das würde halt richtig schön aussehen.
Aber es ist halt auch böse Materialverschwendung. Halt ein bisschen für Quatsch. Effizienz 3, Glück 1. Wir können ja eigentlich mal hier unsere Spitzhacken verwenden, ne? So, dass wir die einfach mal ein bisschen aufbrauchen. Wenn wir da unten halt rumbauen und alles kaputt machen müssen. Gut, was wollten wir denn sonst noch mitnehmen? Wir brauchen eigentlich Knochenmehl. Kann man aus Knochenblock Knochenmehl gewinnen? Das wäre jetzt richtig interessant für mich. Oh wow, das geht. Kann man aus Knochenmehl einen Knochenblock erstellen? Ja, dann ist egal, dann machen wir das. Okay. Huch, ich bin auch so blöd, ne? Weil ich ja schon gerne diese Knochenblöcke haben möchte. Und wenn wir sie halt jetzt kaputt machen würden und dann nie wieder kriegen würden, wäre es ein bisschen schade, ne? Weil sie sind ja noch immer begrenzt und deswegen, naja, ne, weiß Bescheid, oh Gott. Ah, das müssen wir noch schöner machen. Wir müssen dann die Leiter in der Mitte wegmachen. Oh, das würde eigentlich ganz einfach gehen, ne? Und dann da diesen entweder mit Glas oder den anderen Zaun runterziehen. Das müssen wir auch mal probieren noch. Gut, wir haben's. Nein, warte. Ja, wir kriegen auf die Fresse. Alles klar, alles fein. Wir haben doch das hier, genau. Ah, jetzt habe ich wieder den ganzen Müll halt mitgenommen, ne? Weil ich bin halt so richtig clever, ey. Und dann müsst ihr eigentlich mal lesen, was das alles macht. Warte mal, ich knall ja gerade mal mein Inventar voll. Weil ich gerne etwas ganz Besonderes hätte. Und zwar das hier. Und das hier. Ja. Ist jetzt eigentlich nicht so die Farbe, die ich geil finde, aber mein Gott, ist jetzt egal. Oh, komm schon, geh mal hinter jetzt. Los. Wir flicken das jetzt gerade mal ein bisschen. Ja. Nein. Ja. Und das gleiche gilt für hier. Ah, ich verstehe. Weil wir hier. Okay. Kein Problem. Dann machen wir das hier weg. Sieht auch eigentlich schöner und logischer aus, ne? Und dann machen wir das so hier in der Mitte rein. Wo machen wir das? Hier wahrscheinlich, ne? Ja, das ergibt Sinn. Okay. Sieht jetzt noch immer scheiße aus, aber ist jetzt nicht schlimm. Ich glaube, wir brauchen sogar nochmal ein Schild. Sonst kommen wir da gar nicht hoch. Ja, in der Theorie wird mir noch ein Schild brauchen. Naja, gut. Es ist, wie es ist, ne? Dann machen wir das doch gerade. Haben wir noch irgendwo Stöcke rumfliegen? Nein, aber kann man ja easy craften. So. Ja, wunderbar. Ist das Ding auch voll? Weiß ich gerade gar nicht, weil am Ende renne ich hier komplett mit einem vollen Inventar rum. Aber wundern wird es eh keinen, ne? Naja, ein bisschen Platz haben wir doch noch. Geht. Aber warte, da knallen wir sogar die ganzen Sachen hier rein. Ne, den Fisch nicht. Das hier knallen wir da rein, das knallen wir rein. Todeswurm-Ei, das ist so geil, Mann. Also ich werde es wahrscheinlich immer und immer wieder sagen, wenn ich das Ding sehe, aber ist ja egal. Eben gerade dachte ich, meine Zeit wäre stehen geblieben. Ich bin der Prince of Persia. Ja. So, hier war es, glaube ich, in die Richtung, oder? Die Lava-Becken müssten wir auch eigentlich komplett ausnehmen, dass wir richtig viel Lava haben. Das haben wir aber nicht gemacht, oder? Da haben wir das hier so abgebaut und so vermasselt. Ich meine, es könnte möglich sein. Okay, dann glaube ich, dass das in die Richtung war. Warte, wir haben ja dieses 3x3. Das ist so geil, Mann. Wir können damit so geil den Base auseinandernehmen. Also wenn wir das dann halt so machen, so eine schöne Base bauen und so, wisst ihr Bescheid, ne? So, riskieren wir mal unser ganzes Leben. Warum auch nicht? Nicht nur das halbe Leben riskieren, einfach das komplette. Hier war der Wurm, der uns getötet hat, der Assi. Das weiß ich noch. Und ich höre ja hier einen Wasserfall. Alter, der ist brutal laut, ne? Das ist das hier, glaube ich, oder? Ich mache mir auf jeden Fall zu. Junge, wie weit geht denn der? Hallo? Oh, die ganzen Gleise müssen wir auch noch mitnehmen. Ja. Auch noch extrem wichtig für unser Vorhaben. Gut. Oh, wieder viel Kohle. Ach so, das ist jetzt dieser Modus gewesen. Oh, das war jetzt aber auch praktisch, ne? So, haben wir einen Gang gemacht. Bin ich jetzt nicht so verkehrt, ehrlich gesagt. Wir ändern das nochmal.
Stairs up, no, no, no. Ja, das wollen wir haben. Genau, jetzt passt er sich dann einfach nur der Materie an. Gut, ein bisschen ausleuchten. Das müssen wir so oder so machen. Also jetzt denkt nicht so, oh, der macht schon wieder was anderes, der Idiot. Nö, nö, weil wenn wir unseren Spawner gebaut haben, müssen wir ja eher alles ausleuchten. Also ob früher oder später, es ändert nichts. Boah, ist ja viel Kohle. Geil. So, das wollten wir zumachen. Sehr, sehr fein. Es ist aber auch riesengroß, ne? Es ist doch unglaublich, Mann. Und hier haben wir halt Gleise auf Doom. Ah, hier waren wir schon. Fein. Oh, lol, was bist du denn? Geil. Komm mal her. Cool. Süß. Also, im wahren Leben hätte ich jetzt Panik. Muss ich zugeben, so. Hätte jetzt keinen Bock drauf, das Ding jetzt so mal zum Beispiel in meiner Wohnung zu haben. Aber hier drin ist vollkommen okay. Ja, guck mal, hier kann man eigentlich voll durchprügeln, ne? Also wenn ihr mal überlegt, wir machen hier so 5x5. Ja, warte mal, 3x3 würde ja reichen. Flupp. Es ist so geil. Es ist so verdammt geil. Oh, Leuchtsäcke. Ja, den würde ich, glaube ich, gerne mitnehmen. Ah, warte, wie geht das? Oh mein Gott, wie geht das so, ne? Ja. Schön. Und das Wasser müssen wir hier natürlich auch noch wegmachen. Es ist ja klar. Es gehört einfach zum guten Ton dazu. Huch, ach Mann, Hilfe. Schön. Ja, hier habe ich, glaube ich, Panik gehabt. Oh no. Oh no, Bro. Oh no. Nein, nein, nein. Ah, mein Gott. Nein. Warte. Warte, 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 warte. Ah, nein. Ich glaube, wir bauen das Ding ab, weil wir haben so viele von den scheiß Spawnern. Alter, wie die hier rumkrabbeln. Das ist brutal. Geh kaputt, du Scheißteil. Danke. Hoffe, da ist auch nichts mehr jetzt wirklich. Weil, wie ihr seht, ich bin schon wieder am Verrecken, Mann. Wo war der gebratene Fisch? Den habe ich weggepackt. Stimmt's? Den habe ich hier reingepackt. Na klar. So. Okay, meine Freunde, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir den Spawner. Tschüss.